Einen wunderschönen. Ich freue mich sehr, weil es kann durchaus sein, dass das die letzte Folge von Link, die Fratzen des Bösen ist. Ich hoffe, es da oben steht irgendwo das Finale. Oh, als gerade oben gezeigt hast, hat das CD auch gerade ganz kurz schon wieder sich bewegt. Unter dem Video, ne? Es ist also egal. Also, es könnte sein. Klopf auf Holz. Mache ich nicht, weil dann explodiert das CD. Aber wir sind bei Ganons Lager angekommen und irgendwo wird sicherlich auch Ganon rumhängen. Wir haben in der letzten Folge schon mal reingesneakt, haben festgestellt, ah, das ist ja alles ganz schöner Blödsinn. Aber wir sind aber an dem Punkt, wo wir, glaube ich, das verinnerlicht haben. Uns kann nicht mehr so richtig viel überraschen. Und ich bin sehr guter Dinge, dass wir Ganon in die Schranken weisen, weil er hat ja Zelda gemobst. Das ist das, was mir bis eben gerade... Warum machen wir das nochmal? Ist mir wirklich entfallen. Ach so, bestimmt Zelda. Da war ja was. Aber ja, also ich habe ein gutes Gefühl dabei, weil wir jetzt, ja nach, weiß nicht, 3-4 Stunden dieser Aufnahmesession... läuft schon diese Zeit lang, glaube ich, uns wieder mit den Besonderheiten dieses historisch... Ja, also, oh, das ist eine Lücke, gut zu wissen, Mats, da ist eine Lücke, wusstest du das? Dieses da ist eine Lücke. Historisch dennoch sehr bedeutsamen Videospiels angenähert haben, wollte ich sagen. Aber man muss jederzeit mit so einer Lücke rechnen. Sowohl im Spieldesign, als auch im Gameplay. In der Bildung. Als auch in der Bildung, ja. Weil wir schließen hier ja eine Bildungslücke für uns beide. Das stimmt. Ich bin aber fast der Meinung, dass ich auch weiterhin. Also zumindest, ich habe das Ende noch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, was da für eine großartige Endstory uns entgegen. Es wird bestimmt hervorragend. Und es wird es alles wert gewesen sein. Und wir werden sagen, Gott sei Dank. Warum sind eigentlich diese Köpfe so groß? Haben wir das erlebt? Wie viel Kacke! Was für Köpfe? Na, diese Totenköpfe sind so riesig. Oh Gott, ein Herz noch. Oh, das war zu früh, ja. Das ich hätte. Früh, ja. Ja, jetzt haben wir hier schon zwei Leben. Ja, ich würde also jetzt auch einfach in die Lava stürzen und. Stimmt, eigentlich können wir neu starten, ne? Weil das. Das war nicht der Run. Nee, das war er nicht. Aber wir haben jetzt schon mal etabliert, was jetzt vermutlich für euch, könnte es sein, ein bisschen zusammengeschnitten, auf uns zukommt. Nämlich erneut viel Blödsinn. Ja, mal sehen, ob ich hier so viel zusammenschneide, weil letztes Level und so und. Ja. Vielleicht gehört da jede verzweifelte Sekunde dazu. Hm. Ja, Vielleicht ist das so ein Fall von, an diesem Punkt wussten Mats und Tom noch nicht, welche Verzweiflung auf sie zukommt. Ja. Sie dachten, sie hätten schon alles gesehen. Aber nein. Die Schweinebärnasen-Zombie. Zwei Stunden später. Ja, ja, ich finde, diese Köpfe sind alle sehr groß. Die sind ja auch im Vordergrund, Mats. Das nennt man Perspektive. Auch die hier sind im Vordergrund. Warte mal, springst du einfach über alles drüber? Das war nicht meine Absicht. Aber das geht. Nee, es geht nicht. Tom. Oh, ich habe so viele Gegner noch nie auf einmal besiegt. Nee, das Spiel war auch kurz überfordert. Generell in dem Spiel ist Dynasty Warriors. Das ist Hyrule Warriors. Ja, this is Warriors. So. So, das ist sehr gut gewesen. Ja. Das war sehr gut. Würde ich behaupten. Jetzt wirst du sterben. Es verliert, wenn man es zum zweiten Mal gesehen hat, ein bisschen an... Achso, es war dunkel. Witzig, dass auch bei ihm dunkel war. Ah, achso, weil der Hintergrund natürlich der normale Hintergrund noch nicht geladen war. Ja. Sagt er jetzt nochmal, jetzt wirst du sterben. Jetzt. Ja. Das ist ja lustig. Okay, dann mache ich jetzt hier noch einmal Licht. So, hier haben wir ja gesagt, wir machen ein bisschen Bombe. Ja. Weil das hier war ja Bullshit Nummer 1. Das war Bullshit Nummer 1. Schlangen zu haben, die kannst du von unten treffen, glaube ich. Jetzt wickelt sie sich da runter, da kriegst du sie hin. Wenn die jetzt eine Bombe schmeißt, von da oben. Hä? Und dann? Na, da in die Lücke quasi rein, dass sie da unten liegt, das dachte ich. Oh, dass sie die überhaupt getroffen hat. Weil, guck mal, so kriegen wir die auf jeden Fall. Ja, okay. So, jetzt musst du da rüber und dann müssen wir wieder den... Genau, dann kommt Imcheck wieder. Das hast du aber sehr gut gemacht, wo du einfach beim Runter, also beim Sprung und auf dem Weg nach unten einfach geschossen hast. Das hat auch gut funktioniert. Ich will noch einmal warten, weil hier kommen auf jeden Fall weniger mit der Zeit. Ja. Das ist so eine lustige Laufanimation. Dass er auch so anders aussieht als in seinem... Heute würde man sagen, als wäre irgendeinem Asset-Store eingekauft, aber... Wo man seinen Tröd wiedererkennt. Ja. Oh, dass er sich sogar umdreht. Oh, sogar das hat Schaden gemacht. Nice. Ach so, ich dachte, das Spiel ist abgestürzt. Oh meine Güte, so eine furchtbare Schande! So eine Schande! Okay, Tom, was mir jetzt noch ein bisschen Sorgen macht, ist gleich der Sprung.
Ja, der hat uns beim letzten Mal gekillt. Und mach mal hier diese Schlange mit einer Bombe, oder? Kriegen wir die von hier oben? Vielleicht fällt die... Ach, das sind zwei, ja, doch. Okay, sehr gut. Aber guck mal, die ist ja da oben lang gekommen. Komme ich mit einem Sprung da oben rauf? Na, lass dich doch mal einfach fallen. Nee, dann bin ich ja wieder unten. Aber warum? Wenn du versuchst so irgendwie, dass, wenn du runterfällst, nicht in die Lücke fällst? Nee, da kommst du nicht hoch, weil du keine Schlange bist, Tom. Nee, ich frage mich halt, ob ich da hätte hochkommen können, wenn ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil ich habe die Anleitung gelesen und da steht, dieser Sprung ist eine absolute Scheiße. Warum Pixel? Nee, dann ist es der Pixel zu viel. Das ist nur das Minimum, was ich hier kriegen kann. Oh. Ja, sehr gut. Also man kann den Sprung wohl auch ohne Hut schaffen, aber da ist ohne Hut? Ohne Hut. Nee. Ist wohl möglich. Nee. Aber der ist wirklich mehr als pixelperfekt. So, Tom. Wo sind wir denn jetzt? This is gonna be... Ich würde Ganons Versuchstube. Ich würde auch hier vielleicht überlegen, Bomben ausgerüstet zu haben. Weil ich finde, an einem gewissen Punkt müssen wir auch sagen, jetzt haben wir mal die Schnauze voll. What? Da kann man einfach so hochspringen, okay. Holy shit! Okay, das ist ja ziemlich gut, dann kannst du einfach hochspringen. Ja. Ich weiß nicht, ob das so soll, aber I mean, we take it, I guess. Aber auch nicht so hundertprozentig. Hä, wie haben wir das denn gerade gemacht? Muss eher nach rechts springen, glaube ich, da oben. Verbrennst gerade all dein Leben. Schmeiß mal eine Bombe auch vielleicht mal. Vielleicht nicht die beste Position dafür. Wow, diese scheiß Bombe. Die ist halt erst zu spät explodiert. Das sind übrigens fliegende Schlangen. Ich wollte dir das nur auch nochmal, dass du das... Ich hab das gesehen, Mann. Naja, weil du es auch nicht so kommentiert hast, dachte ich, es ist ja nun nicht, dass man sagen würde, okay... Das ist ja jetzt auch nicht der ungewöhnlichste Gegner aus diesem Spiel. Das ist wahr. Jetzt wird's ja auch noch dunkel. Nein. Nein. Ho! Ich weiß auch nicht, was das sein soll, was jetzt da so rumkreucht. Wie sind wir denn da eben so krass hochgesprintet? Was ist das hier oben? Ja. Egal. Okay. Puh. Oh, what the fuck? Bombe. Bombe benutzen ist auch Tür benutzen. Nee, ja, es ist every time. Aber ich stehe hier halt relativ sicher. I don't know, tust du? Wie sie jetzt einfach sagen, okay, Schlangen mit... Oh, sehr gut. Die kriegen wir noch, oh no! Die Frage ist, wie kommen wir hoch? Ah, Ropes. Ropes, ja. Ropes. Deswegen brauchen wir Ropes. Wir haben genug Ropes, das ist sehr gut. Hä? Hier kann ich jetzt keine Rope mehr benutzen? Ich glaube, du musst mittiger. Ach nee, ich muss zu den Skelett-Dingern, ne? Die da so rausgefahren sind. Da sind so Schubladen sind offen. Sie? Okay. Aber natürlich müssen wir erstmal von vorne machen, weil natürlich. Wir natürlich die unser Frage, Stuff ob wir verlieren. Den Spielstand laden? Dann noch haben wir genug noch von einem. Ja. Aber beim nächsten Versuch müsste man sich wahrscheinlich überlegen, okay, vielleicht. Ja. Aber es sieht alles gerade noch halbwegs machbar aus. Sag bitte nicht so. Nee, ich wollte nur, also bis dahin. Es ist jetzt nicht cool, aber wir haben schon schlimmere, dämlichere Level-Entscheidungen gesehen, oder? Ja, Mats. Ich will dem Spiel nicht dieses Lob geben. Naja, aber es ist ja auf einem. Hat es nicht verdient. Das ist so wie, wenn du Kevin Sebastian sagst. Kevin Sebastian. Keine Ahnung. Das eine 4 plus hast du gut gemacht, weil normalerweise hätte ist es auch ein Minus sein können. Hätte auch ein Minus sein können zum Beispiel. Ich bin so. Es ist natürlich ein Lob, aber es ist ein Lob auf einem sehr, sehr überschaubaren Niveau. Meinst, gibt es ein Zelda-Spiel, das du weniger gerne spielen würdest als das hier? Natürlich was nicht. Das ist ja keine richtige Frage. Was ist das nervig? Ach, komm mal. Du gehst immer nicht an den Rand da. Ja, weil ich immer denke, da falle ich auch runter. Fällst du bestimmt auch aus irgendwelchen Gründen, aber. Ich bring jetzt einfach über alles rüber hier. Ich wollte gerade sagen, weil das wäre so lustig, wenn man mit diesem Item einfach in der Luft unbesiegbar ist. Ist man. Man kriegt, glaube ich, währenddessen hier keinen Damage. Na, aber guck mal, wie du sie alle hinter dir herziehst. Hui. Hui.
glaube, ich habe einen Trick gefunden. Ich weiß halt nicht, was das kostet, ne? Es kostet ja sicherlich irgendwas. Meinst du? Es ist ja ein Special Item. 75, ja, es kostet. Ne? Es kostet doch garantiert. Na gut, aber ich meine, es wäre eine Option, wenn wir sagen, wir müssen irgendwo ein Leben sparen, weil dann finde ich, ist das legitim. Dann würde ich neu laden und dann sagen, so rein da. Genau, wir können ja auch immer neu laden, also es kommt ja dazu. Wir haben ja einen guten Save. So, von da oben jetzt die Bombe. Ja. Weil da müsste es, ja, easy. So, dann kommen die Idioten. Die Idioten? Ja, ich weiß sonst. Nee, guck mal, der ist ja weg. Ach, Quatsch. Der bleibt weg. Der, ach so. Echt jetzt? Oh, dann ist Neuladen ja, dann hat Neuladen ja schon richtige Nachteile. Dann hat's Nachteile. Ich weiß, was du meinst, die Schlange und die Bombe bleibt auch da oben. Bombe bleibt aber ich bin mir tausendprozentig sicher, wenn du jetzt da drauf springst, fällst du runter. Nein. Pass auf. The fuck? Was ist dies für ein Spiel? Dann kann man das auch ohne den Dings schaffen. Ich glaube, aber wenn du da normal drauf springst. Dann guck mal, jetzt brauche ich ja nicht mal den Special-Sprung. Also, ich bin ja mit diesem Internet nicht zufrieden, ne? Wieder der Schwachsinn hier. Aber du bist doch da einfach so krass hochgedingst. Oh, das war so ein bisschen Glück. Also, das, die Scheiße ist ja wirklich, wenn sie in mich drinstehen und dann mehrfach Damage machen und so. Das ist halt wirklich der dümmste Scheiß. So. Da geht's. An der einen Stelle geht's relativ easy. So, hier würde ich ja tatsächlich Bombe nehmen, weil du. Oder. Bombe. Oder Seil. Aber jetzt kriegst du auf jeden Fall Damage. Mann! Dass auch Licht ausgeht und alles gleichzeitig, ne? Ist auch scheiße. Nee, ich glaube. Oh, jetzt schnell ein Seil oder was? Oder das Lebenswasser? Nee, ich weiß auch gar nicht, wie das hätte klappen sollen. Nee. Aber ich glaube, mit einem Seil kriegen wir uns hier relativ schnell aus der Affäre gezogen. Wenn man keinen. Haha. Oh, die machen echt Damage währenddessen. Wow! Ist so ein asoziales Spiel. Das ist wirklich das allerletzte. Jetzt ist die Frage, wenn du jetzt auf diese Schublade drauf springst, ob du dann ein Seil benutzen kannst. Weil er hat ein Seil benutzt. Da, an der Schublade kannst du wahrscheinlich ein Seil benutzen dann. Ah, da kannst du so drauf springen. Ja, und dann kann ich links weiter. Wenn nicht diese random Viecher spawnen würden. Jetzt spawnen sie gerade nicht mehr, doch. Ach doch. Schlau. Gut. Besser. Rein da. Ganon. Schließ dich mir an, Link, und ich mache dich zum mächtigsten Herrscher von Koridai. Tust du es nicht, werde ich dich töten. Ich schließe mich dir an. Schade. War's das schon? Ja. Ich hatte kein Leben mehr. Aber wir hatten die Flasche, die müssen wir vielleicht jetzt mal mit einbeziehen. Das stimmt, wir haben die Flasche. Und wir haben rausgefunden, dass der Boss tot bleibt, der Zwischenboss in der Mitte. Das heißt, wenn man den einmal hat, ist zumindest das danach ein bisschen easier. Ja. Und wir haben rausgefunden, dass wir mit dem Sprung durch diese eine Schweinepassage durchkommen. Ja, die Schweinepassage finde ich gut. Also es sind schon Erkenntnisse. Ich habe das Gefühl, wir lernen, wir erweitern unser Wissen. Okay, Tom. Ja? Wenn dieses Spiel dir eine... Wir müssen das Buch benutzen. Bei Ganon, glaube ich. Zumindest hieß es ja, das Buch... dafür ist es da. Ja. Zumindest hat es der Alle. Der Alle hat es gesagt. Wenn er alles gesagt hat, dann hört man da drauf. Respekt, your elders. Ja. Hui. Ja, ich trotzdem noch mal. Das sind, glaube ich, so ein Ameisenhornissen. Alter! Die sind ein bisschen schneller als du. Kannst du in der Luft spielen? Ah, vielleicht. Das sieht manchmal ein bisschen komisch aus. Oh, wenn man das glitschen könnte. Aber jetzt muss der Boss auf jeden Fall wieder da sein. Nein, wir waren ja vorher auch schon mal aus dem Level raus. Waren wir? Ja, das ist ja der Punkt gewesen. Dann habe ich den Punkt nicht verstanden. Weshalb das so was Besonderes war. Oh. Ja. Ach, der ist wieder unten, ist ja egal, oder? Nee, die ist nicht egal. Oh, no, ja.
Schade, dass ich nicht einen der Roten jetzt gerade noch mit weg. Er ist, bleibt tatsächlich weg. Das ist doch ein Fehler. Nee, ich glaube nicht, weil es halt ein Boss ist. Weißt du? Das ist ja nicht einfach nur ein Rando-Gegner. Naja, an dieser Stelle schon. Sie ist ein bisschen weit geflogen. Ist aber noch explodiert. So, ich will mal kurz gucken, wie viel das kostet. 55 Rubine. Ich glaube 10. 5. Einmal springen 5 Rubine? Ist das günstig? Ist das nicht absurd in einem Spiel, das Springen Rubine zu bezahlen? Ubisoft, take notes. Nächste Prince of Persia, ja. Ist ein sehr anderes Spiel. You wanna jump? We want money. Ne, ist eher ein Konami-Ding, sind wir mal ehrlich. Nee, es ist auch schon Ubisoft. Ja, aber... ja, aber... Kann ich hier eigentlich mit dem Seil hoch? Nee. Ah, doch, wenn du vielleicht an so einem... an dich nicht unter die... Wenn an so eine Stufe... Nee, geht auch nicht, okay. Ich will halt Sachen ausprobieren, meinst du, deswegen... Ja, ja. Es ist noch nicht der Run, meinst du jetzt? Es ist immer noch die Experimentierphase. Okay. Die Strategie. Wir legen uns jetzt die Strategie für Ganon zurecht. Also wäre natürlich schön, wenn der Ganon-Kampf einfach vorbei wäre mit dem Buch. Würde ich, hätte ich gar nichts dagegen spielen. Ich finde, das wäre nicht cheap oder würde mir Erfolgserlebnis nehmen. Weil diese Passage ist einfach, ist richtig hart, ne? Ich wollte eigentlich Seil benutzen. Macht aber nichts, sah sehr cool aus. Weil du es ja an der Wand abgebaust. Das ist der größte Bullshit, den ich in einem Videospiel gesehen habe. Kannst du eigentlich direkt auch von der Mitte des Seil benutzen vielleicht? Nee, hier kann ich jetzt nicht mehr das Seil. Nee, ich meine, wenn du rauskommst aus diesem Ding, Alter, wie einfach drei Gegnertypen kommen und dich einfach auffressen. Was ist das Dings hast du? Ich hab jetzt die Flasche benutzt. Okay. Weil ich hier auf jeden Fall durchkommen möchte. No pressure. Weil der Part hier oben ist nicht mehr so sehr das Problem. Warum verliere ich jetzt eigentlich so schnell mein Licht? Mein Licht? So, und jetzt benutzen wir das Buch. Ich glaube, ich würde erstmal runterspringen, oder? Ja, auf jeden Fall, weil da oben werde ich wahrscheinlich das nicht benutzen können. Alter, hier ruckelt es ja auch übelst. Ja, ist, weil alles, die ganze Scheiße kommt. Nee, du musst es auf ihn schmeißen. Hast du es jetzt noch oder ist es jetzt weg? Das ist so lustig gewesen, das Buch einfach weg. Du schmeißt denn das heilige Buch. Und Link! Link, nein! Ja, da musst du aber sofort schmeißen dann. Haben wir noch einen? Ja, Sigi. Ja. Nein, nicht in dieses Buch! Das ich verbrenne! Das ist lustig, dass es noch weiterläuft. Aber ich habe auch keine Leben. Ja, nee, doch, anderthalb Leben habe ich noch. Holy shit, okay, wie bullshittig ist das denn? In dieser Geisterbahn, Alter, habe ich gerade erschrocken. Ich war so sicher, jetzt sind wir tot. Dass du hier noch sterben kannst. Da oben kommen die Dinger manchmal. Okay. Zelda! Zelda, sieht aus wie aus einem anderen Spiel. Ja, wirklich. Hallo? Das ist wie Prince of Persia auch ein bisschen mit. Ja, wie anders das aussieht, das Design. Das ist irgendein Foto, was sie einfach nur übermalt haben. Hallo, haust du sie jetzt mit einem Schwert? Zelda? Hallo. Wach auf. Frühstück. Zelda. Zelda. Was muss ich denn machen? Ich hab keine Ahnung, Tom. Nochmal das Buch auf sie schmeißen? Zelda, ich hab was zum Lesen mitgebracht. Vielleicht stehst du einfach zu hoch. Vielleicht darfst du nicht aufs Bett klettern. Ach nee, geht nur weg, ne? Ich bin automatisch aufs Bett. Hä? Dafür mache ich jetzt nicht die Komplettlösung. Ach, die Klingel, Glocke. Die Glocke fleischt. Zelda. Nee. Hä? Das weckt sie nicht auf. Eine Bombe? Zelda. Was? Ich habe Zelda gesprengt. Naja, dann nicht, ne? Hä? Einfach Zelda. Nach oben drücken? Zelda, komm jetzt. Hä? Das wäre so lustig, wenn es einfach jetzt ein Item fehlt. Laterne der Vision.
Oh nein, muss man wirklich, gibt es irgendein Item, um sie aufzuwecken? Ich guck jetzt. Weil hier unten sind ja noch zwei Slots. Ja, in der Tat, aber es sieht leider nur so aus. Ja, okay. Also es ist etwas in diesem Raum. Es ist etwas in diesem Raum. Muss ich hier nochmal durch? Nee, geh da nicht raus. Okay, nicht raus. Muss ich... Kann ich hier hoch? Muss ich den Tau benutzen? Nee. Vielleicht hier an den Dinger? Nee. Würdest du da drauf kommen, Mats? Nee. Ich habe auch das Gefühl, es geht nicht so wie, also weil wir sollen den Gong schlagen. Ja. Echt? Ja. Oh mein Gott, das ist nur ein Pixel. Oh, wieso hast du das getan? Ich habe dich gerade vor Ganon gerettet. Das glaube ich nicht. Was? Das hast du gut gemacht, Link. Ganon ist wieder eingesperrt. Komm, sieh nur. Die Insel Koridai erholt sich schon von dem Schrecken. Die Vögel singen wieder. Ist das nicht wunderbar? Oh ja. Die alten Schriften stimmen. Du, Link, bist der Held von Koridai. Jetzt habe ich mir doch einen Kuss verdient. Ha! Ich habe gewonnen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Yay! Keine Credits. Okay. Das glaube ich nicht. Echt? Nicht mal Credits? Weil die Leute Angst haben, Tom. Bei der Hilfe Credits? Ach nee, Hilfe ist ja nur dieses Tutorial-Video. Ja, ey, herzlichen Glückwunsch. Ja, du hast dir auch, wir auch. Wir haben das gemeinsam geschafft. Holy shit. Das glaube ich nicht. Ja, das ist gerettet, the end. Hat sie die ganze Zeit gepennt? Naja, sie war ja aber auch magisiert. Nee, aber verzaubert. Sie ist einfach nur von einem Gong aufgewacht. Ja. Also, ich weiß nicht, wie verzaubert sie da war. Das war ein magischer Gong. Schon. Findest du das nicht auch so wahnsinnig unbefriedigend, wenn ein Spiel einfach aufhört? Ja. Und all das, was passiert ist mit einem, das glaube ich nicht. Ich find's ganz schön langweilig in letzter Zeit. Mein Junge, dieser Friede ist etwas, das sich alle Kämpfer wünschen. Sicher, ich nicht mal der Vater hat noch mal einen Satz. Nee, gar nicht. Ganon wird mit einem beworfenen Buch besiegt, was ich ehrlich gesagt ganz okay fand. New Game Plus? Ja, das mit dem Buch ist lustig. Das hast du ja gecallt und ich war auch, als ich das gelesen hatte, war ich so, Gott sei Dank. Das wurde einem ja vom Spiel auch gesagt. Also das finde ich ist auch, das erschließt man sich ganz gut. Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, dass man ihn vielleicht schwächen muss oder so. Das war ja wirklich, aber der Bullshit davor war so, dass ich sagen würde, okay, das gleicht sich so ein bisschen auf. Aber er dann auch so, siehst du die Insel da unten? Wir sehen die Insel nicht nochmal. Nee. Hörst du den Vogel so? Der Vogel fliegt nur dran vorbei. Ja. Alles ist wieder schön. Du bist der Held. Das war's. Da habe ich mir einen Kuss verdient. Den er nicht bekommt. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber also ich würde euch jetzt gerne auch irgendwie ein besseres Ende irgendwie präsentieren, aber das that's it. That's it, ja. That's it. Aber ich sage gleich, that's it kann auch bedeuten, ich meine, wir haben jetzt ja noch The Wand of Gamelon. Das genauso aussieht. Nur, dass man Zelda spielt, oder wie? Nur, dass wir Zelda spielen. Ja, genau. Spielt man hier schon Zelda? Ja, doch, das sieht sehr aus wie Zelda. Ja, es ist Zelda. Es wird more of the same sein. Es wird wahrscheinlich exaktes sein. Ich bin aber ein bisschen interessiert, ob das auch dieselbe Karte benutzt oder ob das quasi ein eigenes Spiel ist, nur exakt mit denselben Game-Prinzipien oder ob sie einfach nur Character-Swap gemacht haben. Wenn es im Wesentlichen sich ein bisschen so anfühlt, als ob sie ein Spiel zweigeteilt hätten. Ja, das ist ja das Krasse. Es ist, also eigentlich sind es erstaunlich viele Levels. Ja, das stimmt. Mit erstaunlich ja. vielen Hintergründen und ja. wirklich vielen Monstern und den ja. ganzen Kram. Und du kriegst ja auch deine ganzen Fähigkeiten und alles. Aber die Spielzeit, die du brauchst, um da durchzukommen, wird nur lang durch die Härte, mit der es dich immer wieder bestraft. Naja, und durch die wirren Verstrickungen der Items zum Teil. Also manchmal sind sie ja gar nicht so. Genau. Ne? Also manchmal sagen sie ja, okay, du musst jetzt hier, da ist dann das nächste und dann gibt es auch den Hinweis und auch nicht so viele andere Möglichkeiten, dass man sich das erschließen kann. Also ich finde, es ist, was das angeht, zumindest ein faireres Spiel, als ich gedacht hätte. Ja, das stimmt. Das hätte noch schlimmer sein können, Es, also, ja.
immer wieder diese Momente zu haben, wo es halt so hammerhart wird. Ich staune ehrlich gesagt, dass wir hier jetzt so gut durchgekommen sind. Ja. Weil am Anfang der Folge haben wir noch gesagt, ne, in einer halben Stunde werden wir alles bereuen. Und haben wir auch. Jetzt hat es nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Nee, das stimmt, aber... Das ist eine sehr kurze Finalfolge. Das ist wahr, aber ich muss sagen, also jetzt in dieser Session, wir haben jetzt halt zwei Sessions gehabt, und da muss ich sagen, am Anfang dieser Session hatte ich wirklich Gefühle, wo ich so dachte, wenn die Level so bleiben, dann machen wir hier in 2 Stunden kaum Progress. Plus halt dieses, okay, wo müssen wir eigentlich hin? Dass ich glaube, wenn wir jetzt nicht die Komplettlösung gehabt hätten, wäre das ein deutlich größerer Schmerz gewesen mit, also... Wir hätten halt ausprobieren müssen. Und da hast du nämlich völlig jetzt ausprobieren, macht in diesem Spiel absolut gar keinen Spaß, nee. Weil du permanent bestraft wirst. Also an manchen Stellen ist es wirklich arg willkürlich. Ja. Dieses eine, mit dem du kannst ihn nur an dem Helm treffen, nur in einem bestimmten Winkel. Und er macht bei dir halt 3 Schaden, sodass du, wenn du dich überhaupt mal dahin gekämpft hast und du hast überhaupt nur 1 oder 2 Versuche, du bist halt so schnell tot. Ja. Und du bist dir dann nicht sicher, mache ich das jetzt gerade richtig? Genau. Ja. Also, ja. Das ist so das Feedback von dem Spiel und auch, also mir war lange nicht klar, wofür wir jetzt diese Rubine einsammeln, dass man die einsammelt, um einfach die Gegenstände zu upgraden und man muss die upgraden, sonst hast du ja überhaupt gar keine Chance. Das war mir auch ganz lange. Ich weiß auch nicht, was das Schild jetzt gemacht hat, wofür wir das jetzt gebraucht haben. Den Schild haben wir upgegradet, weil wir bei dem Wolf reflektiert haben. Ah, aber dafür, es hat stimmt. sonst keinen Nutzen, stimmt, deswegen richtig, wirkt es so extrem willkürlich. Ja. Okay, du brauchtest das jetzt dafür, I guess, aber es war ja auch in der Reihenfolge so vorgegeben. Also du hattest ja nie die Erkenntnis, oh, ich brauche ja ein reflektierendes Schild. Ja. Und dass man manchmal Items wirklich braucht, wie zum Beispiel das Seil jetzt am Ende, weil ich glaube nicht, dass wir da hochgekommen wären, wenn wir kein Seil gehabt hätten im vorletzten Screen. Ja, man muss wirklich vorbereitet sein, weil das ist ja das Ding, ne? Die Zelda-Spiele, die richtigen Zelda-Spiele, die sind ja so designt, dass du immer alles hast oder immer die Möglichkeit hast, dann auch wieder da ranzukommen und genau, so. Oder ist davor einfach Chris. Genau. Und ich fand das jetzt mal total spannend. Dieses übelst verrufene Spiel, was so echt scheiße sein soll, mal selber gespielt zu haben und zu merken, okay, wie genau ist es denn scheiße? Ja. Weil es ist auf jeden Fall kein gutes Spiel. Nee. Es ist wirklich kein gutes Spiel. Aber an manchen Stellen dachte ich mir, okay, spielt sich aber insgesamt dann irgendwie doch besser, als ich jetzt befürchtet hätte, sagen wir es so. Das Leveldesign und die Gegnerplatzierung und die Lesbarkeit der Level, das steht dem allen sehr im Weg. Ja. Also man merkt sehr deutlich, dass da niemand dran saß, der wirklich... Aber so dieses reine, okay, wir sind halt ein Sidescroller, wir haben einen Schlag, ich kann im Sprung immer noch schlagen, ich krieg den Distanzschlag, ich habe verschiedene Fähigkeiten. Das finde ich ist alles vollkommen legitim und okay und fühlt sich auch gut genug an für ein Spiel aus dieser Zeit. Aber meine Güte. Aber kein Game-Over-Screen? Also da merkt man schon, dass sie zumindest ein bisschen wussten, dass das nicht... Ne? Nee, was heißt eigentlich? Also das wäre für uns wäre das Game-Over gewesen. Genau, du hast keinen Endpunkt. Das, kannst die ganze Zeit weitermachen. Ja, und selbst dann ist es ja wirklich, ne, weil du sagst, weil dieses Grundprinzip, du kämpfst dich irgendwann vor, nur um dann irgendwo in ein Loch zu fallen, weil du einfach nicht lesen kannst, kann ich da rüber, kann ich da nicht rüber. Wir haben ja ganz oft einfach auch Situationen gehabt, wo wir einfach nicht wussten, kann man da drauf, kann man da nicht drauf. Das ist, ich glaube, das ist mit das Frustrierendste, wenn du stirbst und komplett resettet wirst an dem Punkt, auch noch Items verlierst, weil du nicht Schuld daran hast, sondern einfach, weil das Level dir nicht sagt, was es von dir will. Ja. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Ich glaube auch, dieses Spiel als Speedrun ist tatsächlich sehr frustrierend, weil es einfach so random ist, wie die Gegner spawnen. Na, vielleicht ist das auch wieder so ein RNG-Ding, dass wenn du weißt, so und so lange und an dem Punkt betrete ich das Level, die Gegner sind immer da. Weiß ich nicht, müsste man oder mal gucken. Man kann das irgendwie manipulieren, Das kann ich mir vorstellen. Aber von all dem, was ich jetzt spielerisch bei dir gesehen habe, würde ich auch sagen, das ist ganz viel. Wir können ja aber wenigstens ein bisschen stolz sein. Du kannst wir sehr stolz sein. Wir haben die Fratzen des... Ne, du auch. Nee, ich war nur dabei. Des Bösen. Ja, stimmt, du hast es jetzt Ich habe die Technik provided und es aber nicht angefasst. Ja, aber du warst Berater. Ich war Berater. Moralische Unterstützung. Am Ende, also ich habe ja natürlich auch schon mal reingespielt und war irgendwie so 1-2 Level und war dann einfach, also mich hat die schwammige Steuerung abgefuckt. Ja, damit kam ich jetzt ganz, okay, klar, da kann ich mich ganz gut dran gewöhnen. Ja. Mich würde es viel mehr stören, wenn es verzögerter wäre. Ja. Dadurch, dass es immer noch relativ direkt ist. Das größte Problem an dieser Steuerung ist das Springen. Ja. Dass du mit nach oben auf dem Steuerkreuz springst, statt auf einer Taste bis zum Schluss, wo du die Fähigkeit hast, mit der es auch viel mehr Spaß macht zu springen. Weil du ja auch unbesiegbar bist währenddessen, also ja. Ich würde ja fast eigentlich ganz gerne in der Zelda nochmal reingucken, nur dass wir mal zumindest den Start sehen. Das würde ich aufheben. Würdest du aufheben? Okay, mich interessiert das gerade total, ob das einfach auch noch so ein Spiel ist. Aber also reingucken werden wir ins andere auf jeden Fall. Ob wir das dann auch durchspielen, würde ich zumindest mal in Frage stellen. Ja. Vor allem, weil wir ja noch
zwei Spiele eigentlich haben, in die wir, und das hier ist ja wirklich ein anderes Spiel. Ja, Zelda's Adventure. Das ist ja das, so ein Top-Down. Ja, ja. Aber da nicht mit gezeichneten Zwischensequenzen, sondern mit Schauspielern. Quality Kaffee. Ich bin gespannt. Hat mir aber Spaß gemacht. Vielen Dank erstmal. Ja, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du das hier alles bereitstellst. Das ist ja dein CDI, das du extra hier mit ins Büro gebracht hast. Das ist jetzt hier schon ein paar Monate verweilt. Es riecht auch ein bisschen, ne? Riecht, ne? Das hat so ein bisschen so einen leichten Angeruch. Das erklärt einiges. und ja, auch die Spiele hier hast, und du hast ja eigentlich sogar noch mehr CDI-Spiele, die ich auch schon beäugle, weil das ist voll cool. Ja. Das ist ja etwas, also das haben halt logischerweise nicht viele Leute heute, die sagen können, ich habe mal auf dem CDI gespielt. Und dann auch noch Zelda durchgespielt. Ich glaube, da lässt sich europaweit eine Handvoll Menschen ablesen. Ja, das kann mich gar nicht anders vorstellen. Das wäre sehr absurd. Man müsste mal eine Convention machen, wo nur Leute, die nachweislich Zelda auf dem CDI durchgespielt haben, sich treffen. So, wir würden uns freuen über Unterstützung. Patreon.com/steady.de/hooked. Könnt ihr Time2Drei auch darüber unterstützen oder indem ihr Mats besucht auf twitch.tv/matsmittendrin live. Oder war es nur Mats? Ja, einfach nur Mats mittendrin. Mats live mittendrin, ist der YouTube-Kanal, da könnt ihr die Aufzeichnung. Genau, da könnt ihr auch direkt vorbeischauen. Und natürlich auch bei der Superkreuzburg auf dem YouTube-Kanal. Und da Abos und Co. dalassen. Und Code? Ja. Code? Co. Ach so. Nicht Code. Code lässt Cody genug da. Das ist wahr, ja. Das soll es gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.